Wer hier wohnt, ist weggelaufen. Weggelaufen aus der Psychiatrie, weil er die Behandlung dort mehr fürchtet als die Krankheit selbst. Patienten in Nervenheilanstalten werden mit Psychopharmaka behandelt. Sie haben häufig schwere Nebenwirkungen. Selbst Ärzte streiten das nicht ab, aber sie nehmen sie in Kauf, als kleineres Übel. Allen voran die sogenannten Neuroleptika. Das sind nervendämpfende Pillen oder Spritzen, die bestimmte Hirnabschnitte lähmen. Bei längerer Behandlung können Dauerschäden auftreten. Wer das nicht will, muss die Klinik hinter sich lassen. Im Weglaufhaus könnte er Zuflucht finden, aber nur, wenn er obdachlos ist und nicht drogen- oder alkoholabhängig. Und er muss fest entschlossen sein, Psychopharmaka absetzen zu wollen. So steht es in der Satzung des Hauses. Wir möchten die Menschen kennenlernen, die hier Zuflucht gefunden haben. Aber die Annäherung ist schwierig. Die Bewohner sollen anonym bleiben. Drehgenehmigung also nur für Gespräche mit den Mitarbeitern, zeitlich begrenzt, an 3 Terminen. Heute ist einer davon. Ein Zettel an der Tür, der einzige Hinweis. Weglaufhaus Villa Stöckle, Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt. Dieser Verein hat das Haus gegründet und leitet es. Diese Tür bleibt zu. Wir müssen über die Terrasse zum Hintereingang. Im Zimmer zum Garten trifft sich das Mitarbeiterteam zur Arbeitssitzung. Immer dienstags. Heute wird über unser Filmvorhaben diskutiert und darüber, was man zeigen will und was nicht. Deswegen denke ich, mir ist wichtig auch zu gucken, was soll rüberkommen, also an die Öffentlichkeit. Und das muss nicht unbedingt, das kann auch glaubwürdig sein, wenn wir sagen, es gibt Betroffene, die sind zufrieden, dass sie hierher konnten, die sind zufrieden, dass sie schon absetzen konnten. Also dass das einfach auch reichen muss. Stigmatisierung führt der Betroffenen. Weil dann also das Stigma Psychiatrisierung sich mit einem persönlichen Gesicht verbindet und das finde ich ausgesprochen ungünstig für die jeweilige Person. Deswegen nicht. Es ist zwar doof, aber es geht halt nicht anders. Etwa die Hälfte der 10 Mitarbeiter im Weglaufhaus hat selbst Erfahrungen in der Psychiatrie gemacht. Aber wer das ist, das sagt niemand. Wir besuchen Peter Lehmann, einen der Gründer des Weglaufhauses und Vorstandsmitglied im Trägerverein. Zusammen mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Tina Stöckle kämpfte er jahrelang für das Weglaufhaus. In Erinnerung an Tina, die 1992 starb, trägt es heute ihren Namen. Peter Lehmann Verlag.
Peter Lehmann ist Diplompädagoge und arbeitet in Berlin als Autor und Verleger psychiatriekritischer Bücher. Vergangenheitsbewältigung, denn auch er ist Psychiatrie betroffen. In den 70er Jahren ist er ausgerastet, wie er es nennt, mitten in der Diplomprüfung. Seine Eltern waren damals ratlos und ließen ihn gegen seinen Willen in die Psychiatrie einweisen. 3 Monate war er dort, aber es kam ihm vor wie 30 Jahre, sagt er. Sind Sie schon einmal aus der Psychiatrie weggelaufen? Ich bin nicht weggelaufen. Man hat mich ziemlich zusammengespritzt, also mit riesigen Dosen von Neuroleptika, so weit, dass ich nicht mehr aus der Anstalt wollte. Ich galt als chronisch psychisch krank. Ich war ein Pflegefall. Ich wollte nicht mehr aus der Anstalt. Man hat mich rausgeschmissen, weil ich nicht mehr lebensfähig war unter diesen Mitteln. Aus der Anstalt rausgeschmissen und ich bin dann freiwillig auch noch, weil ich dachte, ich bin psychisch krank, ich brauche diese Spritzen zum Psychiater. Ich war zu nichts mehr in der Lage, ich wusste nicht mehr, wie man heizt. Ein Bett beziehen war undenkbar, Essen kochen, ich meine, ich war ein erwachsener Mensch, ich war verheiratet gewesen, selbstständig. Ich habe mich nur noch von Schokolade ernährt und von Bier getrunken. Und als ich keine saubere Wäsche mehr hatte, im Alter von 27 bin ich zur Mami zurück. Und das war eine fürchterliche Erfahrung. Ich habe dann zum Glück, als ich dachte, entweder bringe ich mich jetzt um oder es muss was passieren, abgesetzt. Bei mir ging es dann problemlos. Ich bin dann wieder aufgelebt und ich habe einen Leberschaden durch die Psychopharmaka, aber ansonsten geht es mir gut und ich will mithelfen, dass andere Leute, in der Regel sind es immer wehrlose Menschen, gutgläubige Menschen, dass die nicht die gleichen üblen Erfahrungen machen. Könnte es nicht sein, dass in manchen Fällen das Neuroleptikum das kleinere Übel ist gegenüber der Krankheit? Da müsste dann die Krankheit nachgewiesen werden, wenn sie die ganze Praxis der Drehtierpsychiatrie kennen und die ganzen die Folgen des kurzfristigen Einsatzes meist in eine mittelfristige und langfristige Behandlung übergeht, dann würden Sie die Frage wahrscheinlich so nicht stellen. Es lassen sich immer Situationen konstruieren, wo man sagt, Neuroleptikum ist besser als aus dem Fenster rausspringen, aber die Selbstmordrate nach Einführung der Neuroleptika ist so dramatisch gestiegen. Man weiß inzwischen, dass Neuroleptika stark suizidal wirken können. Und da würde ich nie einem Menschen, der jetzt Angst hat, sich was anzutun, der suizidal denkt, fühlt, Neuroleptika empfehlen als das kleinere Übel. Das ist dann der letzte Kick, dass es macht. Kann es sein. Im Weglaufhaus werden die Pillen durch Zuwendung ersetzt. Das bedeutet Dienst rund um die Uhr. Der kostet Geld und das fehlt. Die Finanzen sehen schlecht aus. Wir hatten ja die ganze Vorlauf finanziert bekommen über private Patenschaftsgelder. Leute haben kleine Beträge regelmäßig gegeben. Es
waren auch ein paar große Spenden dabei. Diese ganzen Gelder haben wir ausgegeben. Wir mussten auch sehr viel ausgeben für die Instandsetzung des Hauses, für notwendige Umbaumaßnahmen. Jetzt sind wir im Grunde völlig pleite. Der Tagessatz reicht nur für das Minimalste. Teilweise können wir nicht mal das Essen bezahlen. Auf dem Weg zu dem Mann, dem das Weglaufhaus gehört. Er kaufte es von einer Erbschaft und stellte es dem Verein zur Verfügung. 7 Jahre lang verzichtete er auf Mieteinnahmen, denn Geld bedeutet ihm nichts mehr, nach allem, was er durchmachte. Er will anonym bleiben. Sein einziger Sohn beging im Alter von 18 Jahren Selbstmord in der Psychiatrie. Meinen Sie, dass Ihr Sohn vielleicht nicht ohnehin Selbstmord gefährdet war oder dass es nur durch die Medikamente kam? Selbstmord gefährdet ist man, glaube ich, immer dann, wenn die Belastungen zu groß werden. Also wenn die Verhältnisse so sehr drücken, dass man also depressiv werden könnte. Oder jedenfalls auch, dass die Psyche nicht mehr ihre eigene eigentliche Funktion ausüben kann, nämlich zu regulieren zwischen inneren und äußeren Einflüssen. Und denke ich, dass das also schon natürlich vor der Psychiatrie schon zum Teil da war, durch die Schwierigkeiten, die er erleben musste. Aber die Psychiatrie selber hat da noch ihren Teil dazu getan. Wie lange war er in der Psychiatrie? 2 Jahre. Haben Sie ihn da mal besucht? Ja. Und konnten ihm aber auch nicht helfen? Nein. Hat er viele Medikamente bekommen? Ja, hat sehr viel bekommen. Und hat er auch gesagt, dass er die nicht mehr haben möchte? Er hat gesagt, dass es ihm sehr schwer fällt, die zu nehmen. Überhaupt diese Situation da. Sie haben ja auch mal gesagt, dass Sie schwere Schuldgefühle haben, dass Sie Ihrem Sohn in der schwierigen Situation nicht haben helfen können. Ja. Hat das Geld jetzt, das Sie fürs Weglaufhaus gegeben haben, geholfen, dass die Schuldgefühle ein bisschen weniger werden? Ich glaube nicht. Also ich meine, die Zeit ist natürlich jetzt, seit mein Sohn tot ist, es sind 8 Jahre her. Und die Zeit heilt auch viele Wunden. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es also für meine eigene Biografie und auch für Biografien vieler anderer Menschen wesentlich ist, dass sie sich also diesen Dingen auch stellen. Und von daher ist natürlich für mich das Weglaufhaus auch eine Chance, mich also praktisch diesen Problemen weiterzustellen, und zwar auch positiv. Und Sie meinen, wenn Ihr Sohn im Weglaufhaus gewesen wäre, hätte er vielleicht einen anderen Ausweg noch? Hätte eine Chance haben können, ja. Und von daher denke ich, also wenn jemand da gewesen wäre, der sie gut verstanden hätte, hätte er diesen Schritt nicht gemacht. Die Karl-Bonhoeffer-Klinik, Berlins größte Nervenheilanstalt. 3.300 Aufnahmen pro Jahr. Jede
fünfte ist eine sogenannte Zwangseinweisung. Falls der Patient sich oder andere gefährdet, darf er zur Ruhestellung, wie es heißt, auch gegen seinen Willen behandelt werden. Und wie sieht das später aus? Wenn ein Patient sagt, er möchte nicht mehr Psychopharmaka behandelt werden, werten Sie das immer als Uneinsichtigkeit in die Krankheit und deswegen bekommt er gerade welche oder hat er auch ein Recht zu sagen, nein, ich will keine Psychopharmaka? Er hat ein gewisses Recht, wenn nicht ein Notfall vorliegt, ein Recht auf ein gewisses Risiko besteht durchaus. Wobei natürlich eine Krankheitsuneinsichtigkeit auch oft eine Rolle spielt. Es ist häufig eine Krankheitsuneinsichtigkeit vorhanden, die gerade Störungen, die krankheitsbedingt sind, dann den Medikamenten anlasten. Pillen für die Psyche. Für die einen Fortschritt der Medizin, für die anderen chemische Knebel, die erst richtig krank machen und selbst in der akuten Anfallsituation mehr Schaden als Nutzen. Ein Dilemma auch für die Ärzte. Denn Medikamente ersetzen hier inzwischen fast alle anderen Behandlungsmethoden. Gibt es hier noch Elektroschocks? Nein. In der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik werden seit dem Krieg schon keine Elektroschocks mehr angewendet. Aber Fixierungen gibt es noch? Fixierungen kommen vor, sehr, sehr viel seltener als früher, was sicher auch mit dem Psychopharmaka zu tun hat, aber auch mit der sehr viel besseren pflegerischen Ausstattung. Wir haben sehr, sehr viel mehr Personal, was sich sehr, sehr viel besser um die Patienten kümmert. Früher war es ja so, dass ein Pfleger für 40 Patienten zuständig war. Fixieren heißt, den Patienten mit solchen Gurten am Bett festzubinden. Einige Leute im Wecklaufhaus haben das erlebt und reagierten mit Flucht. Für sie war das Wecklaufhaus eine Alternative. Und für die Ärztin? Ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Alternative ist. Ich glaube aber, dass das Wecklaufhaus trotzdem eine freundliche Duldung erfahren sollte. Einfach deswegen, weil Gegenpositionen, wenn man sich damit auseinandersetzen kann, häufig sehr fruchtbar sind. Gegenpositionen auf dem Prüfstand. Drei Vertreter des Wecklaufhauses sind in die Bonhoeffer Nervenklinik gekommen, um vor leitenden Mitarbeitern für ihr Projekt zu werben. Im Wecklaufhaus sind nämlich noch Plätze frei. Es gibt Leute in unserem Verein, die sagen, die Psychiatrie gehört abgeschafft und Kooperation kommt nicht in Frage. Aber ich meine, dadurch, dass wir jetzt hier sitzen, sehen Sie ja zumindest, dass wir irgendwie zum Dialog bereit sind. Und mir fällt es zum Beispiel persönlich nicht so leicht, mich in psychische aufgeklärtes Gelände zu begeben. Es ist so, dass sowohl im Haus als auch im Trägerverein die Hälfte der Leute im Trägerverein noch mehr wahrscheinlich immer im Haus. Wir arbeiten quotiert, die Hälfte der Leute sind selber Psychiatrie betroffen, haben also Erfahrung gemacht mit Gewalt in der Psychiatrie, mit Absetzen von Psychopharmaka, mit kränkenden Diagnosen, also alle die Sachen, die irgendwie im Fallblatt stehen und so, kommen irgendwie aus einer eigenen
eigenen Erfahrung. Ich weiß, dass man irgendwie, wenn man sehr hohe Dosen Psychopharmaka kriegt, allein ein halbes Jahr braucht, bis man wieder denken und schreiben kann. Wir unterscheiden uns möglicherweise daran, dass Sie sagen, Medikamente sind bei vielen oder im Prinzip bei allen hinderlich. Und wir die andere Position haben, dass wir sagen, wir kennen unwahrscheinlich viele Patienten, die deutliche Mehrheit, die erst zum Denken, zum Lesen und zum Schreiben wiederkommen, wenn sie Medikamente nehmen, während sie Menschen kennen und erlebt haben, die die Medikamente aus ihrer Sicht daran gehindert haben, vernünftig zu denken, zu lesen, zu schreiben. Und ich denke, an diesem Punkt müssen wir, wenn wir zusammenarbeiten wollen, eigentlich die Verantwortung übernehmen, um zu gucken, wie denn die richtigen Menschen am richtigen Platz sind. Ja. Das wird ja eine ganz spannende Frage sein. Und darum finde ich ganz wichtig, dass Sie auch ganz offen über die Grenzen reden. Die Station